Guten Morgen. Es ist Dienstag und wir sind gestern Abend sehr gut angekommen. Waren nochmal am Meer. Meer. Und ich glaube, wir haben den Campingplatz ganz für uns alleine. Es ist echt still hier. Heute Morgen bin ich mit Eddie schon eine Runde gelaufen. Da wollte ich eigentlich mit euch zum Strand gehen. Das Tor war aber noch zu. Das ist, glaube ich, von 6 Uhr. Nee, von 9 Uhr abends bis 6 Uhr morgens ist das hier geschlossen. Und dann konnte ich leider nicht mit euch rausgehen. Da vorne ist das Meer. Ich guck mal, ob das jetzt geht. Dann gehe ich gleich mit euch da mal hin. Aber erstmal wollte ich jetzt duschen gehen. Ich habe mein Shampoo vergessen. Ich muss nochmal zurück zum Wohnwagen. Dann nehme ich hier so Chips. Ja. Immer noch zu. Keine Ahnung, warum wir nicht rauskommen hier. Gestern Abend ging das noch. Jetzt ist alles zu. Ja. Gut. Gehen wir gleich mal oben nach oben und fragen nach. Wir wollten nämlich am Strand eine große Runde gleich laufen. Die Mama war schon duschen. Der Papa geht jetzt. Ich bin ein bisschen lädiert. Mama hat gestern Nudelwasser abgeschüttet und mir war so mein Fuß geschüttet. Ich habe es noch gesehen, habe die Kleine gepackt, aufs Bett geschmissen, aber meinen Fuß habe ich nicht mehr weggekriegt. Aber naja, so ist das. Ja, nützt alle nichts. Wir haben gut geschlafen. Das Wetter ist super. Wie ihr seht, blauer Himmel. Wir bauen das Vorzelt auf. Hier bleiben wir ein bisschen länger. Jetzt wollen wir mal meinen Kulturbeutel geben, Mama. Ja? Meinen Kulturbeutel habe ich vergessen. Kommst du da dran? So. Deine Schiene mitnehmen? Nein, ich gehe duschen. Vorsicht, Livia, Vorsicht. Ja, ihr Dino. Wie gesagt, das Wetter ist super. Wir haben gut geschlafen. Die Maus darf die Kamera nicht nehmen von der Mama. Und ja, wir sind froh, dass wir da sind. Hier bleiben wir mindestens eine Woche. Wir haben schon geguckt, die nächste Stadt ist 20 Kilometer weit weg, ist Burgas. Wir sind ein bisschen weiter gefahren, weil der Campingplatz offen hatte. Und ja, ich würde sagen, ich mache mich jetzt mal fresh in der Tasche. Und ich melde mich dann gleich wieder rein und zeige euch ein bisschen was hier vom Platz, vom Strand. Und ja, ihr Lieben, bis gleich. Mein Fuß ist verbunden, der Papa ist geduscht. Und jetzt geht das Tor offen hier. Der Stromausfall, die Sicherung ist wieder durch. Müssen das ein bisschen anders regeln mit den Anschlüssen. Haben, glaube ich, zu viel dran gehabt. Muss eine Sicherung kaufen fahren. Ja, ihr Lieben, so sieht's aus. Wir sind jetzt hier keine Minute gelaufen. Und haben diesen Ausblick. So lässt sich leben. Da hinten ist dann so eine Bar, ich glaube, die hat aber zu. Hier ist ein umgekippter, weiß ich auch nicht, Strandkörbe. Hier sind so Podeste, ich weiß es nicht. Und da ist ein Café, das hat aber auch schon zu. Die Saison ist halt vorbei. Und ja, wir machen jetzt hier ein schönes Ründchen am Meer. Und genießen das hier ein bisschen. Dann fahre ich gleich in die Stadt, ich muss Geld holen. Die nehmen nämlich nur Cash und nur Lever. Da ist der Umrechnungskurs 1:2. 50 Lever pro Nacht, wenn man mehr als 2 Nächte bleibt. Ansonsten eine Nacht 60 Lever. 30 Euro. Dafür ist aber alles inklusive. Außer natürlich Waschmaschine. Waschmaschine kostet 10 Euro für 6 Kilo. Da haben wir gesagt, das machen wir nicht. Dann machen wir eine Postkiste oder morgen. Heute bauen wir das Vorzelt auf und Calvinos Zelt. Und morgen machen wir eine große Postkiste, dann machen wir die Wäsche rein, dann wird da gestampft und getrampelt, gerubbelt und gezubbelt. Und so ist der Plan. Ja, Eddie, komm, wir gehen in die Murre. Der will da jetzt schwimmen, glaube ich. Er sagt, geil, er kriegt zu Hause kein Wasser. Deswegen muss er jetzt hier in die Mündung vom Tümpel rein. Das ist Süßwasser. Irgend so ein Fluss, der hier endet. Und dann daneben ist direkt das Meer. Komm, Eddie. Mir geht's nämlich auf Kackstelzen. Oh, Eddie, komm, wir gehen zum Meer. Ja, es ist herrlich. Wenn man nachts alles aus hat, kann man das Meer rauschen hören. Das riecht hier auch schön wie Meer. Die Kinder haben da auch Spaß da hinten und am Rennen, am Schrammeln. Da ist halt ein bisschen, der Seetang ist hier. Aber wie gesagt, ist ja keine Saison.
finde schade, dass es teuer ist, aber dafür ist der Campingplatz echt schön. Vor allem sicher abgeschlossen. Also ich habe mich echt sicher gefühlt. Aber warum sollte ich auch nicht sicher sein? Wie auf anderen Stellplätzen halt auch. Ja, herrlich. Wir laufen jetzt eine Runde. Heute Mittag gibt es bei uns Nudeln in Käse-Sahne-Soße. Aus Murphy, hör auf, ich will da jetzt nicht hin. Komm hier, wir laufen zum Strand. Dafür sind wir da. Dafür muss ich leider mal ganz kurz einkaufen und Geld holen. Wir haben nämlich zu wenig Nudeln. Wir haben gestern noch Nudeln gegessen. Und am Donnerstag gehen wir auf den Markt. Wir haben heute Dienstag. Da holen wir dann noch ein bisschen mehr Frisches. Heute werde ich noch ein paar Nudeln holen. Wasser zum Trinken. Wobei wir das auch filtern könnten. Mache ich auch, glaube ich. Da hole ich kein Wasser. Gucken, ob ich die Sicherung kriege. Mal schauen. Es ist auf jeden Fall herrlich hier. Ihr Lieben, wir genießen das mal ein bisschen hier und ich melde mich später wieder zu Wort bei euch und erzähle euch, was wir noch so Schönes gemacht haben. Mein Papa ist wieder auf Tour. Und zwar habe ich jetzt hier versucht, Geld zu holen, aber hier sind zwei Rentner an dem Automaten, die keine Ahnung, was die da machen. Jedenfalls habe ich da jetzt 10 Minuten gestanden, jetzt habe ich keinen Bock mehr gehabt, jetzt fahre ich weiter. Dann war ich noch im Supermarkt hier kurz, habe noch ein paar Äpfel gekriegt, Bananen und ein Brot. Jetzt fahre ich halt zur nächsten Bank, die mir angezeigt wird, weil da hatte ich echt keine Lust drauf. Und dann haben die mir auch noch irgendwas erzählt, aber ich habe ja nichts verstanden. Englisch konnten die nicht. Dann bin ich jetzt weitergefahren. Ja gut. Ich werde mal gucken, ob ich hier noch was zu futtern kriege. Beziehungsweise noch ein dunkles Brot, glaube ich aber nicht. Ich werde einfach einfach irgendwo einen Toast holen und gucken, dass ich ein bisschen Geld kriege. Und ich will, dass sie im Vorfeld haben. Wir haben jetzt für eine Woche, wollen wir hier buchen, weil das ist wirklich, wirklich sehr schön. Und dann glaube ich, hier ein Automaten auch nicht. Und dann werden wir gucken, ob wir noch länger bleiben. Jedenfalls hole ich jetzt Geld für die Woche ab, damit wir nicht mit so viel Bargeld rumrennen müssen. Und dann werden wir mal schauen, was wir heute noch so Schönes machen. Hier ist, glaube ich, das Stadion. Also ich muss sagen, diese Halbinsel ist wirklich extrem schön. Aber echt eng, ist halt so eine Altstadt. Wassermelonen haben die hier. Hier werde ich gucken, ob ich hier irgendwo parken kann. Und dann gucke ich mal, ob ich hier einen Automaten finde. Und dann mal schauen, ihr Lieben. Ich melde mich gleich wieder rein, wenn ich irgendwas gefunden habe. So, jetzt bin ich hier. Ich fahre von Automat zu Automat. Jetzt fahre ich den dritten Automaten schon, der nicht funktioniert. Und die beiden Herren, die da gerade hier Pläuschen gemacht haben, da war ich jetzt auch noch mal. Der Automat funktioniert nicht. Ja, keine Ahnung. Jetzt fahre ich den vierten Automaten hier an und hoffe, dass ich da Cash kriege, weil man kann halt hier auch überall nicht mit Karte bezahlen. Also es ist einige schon gewesen, wo ich halt nicht mit Karte bezahlen konnte. Jetzt im ersten Supermarkt schon, aber die hatten halt nur so ein ganz labbriges Weißbrot. Und ja, keine Ahnung, es ist wirklich eine Katastrophe, hier ein paar Euro zu kriegen. Ja, ich halte euch auf dem Laufenden. Jetzt fahre ich zum nächsten Automaten, der ist nochmal 7 Minuten entfernt. Da fahre ich jetzt nochmal hin und dann werde ich euch berichten, ob ich da Geld kriege oder nicht. Bis später. Endlich, finally, habe ich Geld gekriegt. Ich freue mich. Ich will so ein bisschen mehr abgehoben für den Markt. Also haben wir so 60 Euro, also 120 Lev haben wir jetzt noch für die Woche. Dann für den Markt oder wenn wir da irgendwas machen wollen. Wir haben jetzt komisch, dann ging es bergauf gefühlt, bergab, keine Ahnung. Jetzt hat er das geklappt, jetzt hätte ich mir Geld abholen, bin ich nicht mehr zu tun. Bezahlen, ich habe ein bisschen Obst bekommen noch und 10 Brötchen. Hier gab es kein dunkles Brot, aber ist ja auch nicht schlimm, habe ich doch nicht mit gerechnet fest, aber wäre schön gewesen. Je weiter in Bulgarien, Ungarn. Kroatien, aber überwiegend so Weißbrot. Aber hier ist echt schön die Stadt, ist wirklich eine schöne Altstadt. Ich drehe euch mal um. Ihr könnt ein bisschen gucken, beim Auto fahren. Und kleine Verwinkel, da hinten mal ein Skatepark und auch ein großer Spielplatz. Ich denke mal, hier werden wir die Tage auch mal hinfahren. Da gibt es Döner Kebab. Jetzt mal zu, aber hier links irgendwo was offen. Da wird sich der Kalle freuen über eine Salattasche. War jetzt auch in zwei drin, aber die hatten nichts, diese Schnarchsachen. Aber die letzten Nächte war schon wieder besser, hat Michael da gesagt, da habe ich nicht so viel geschnorcht. Ja, haben auch einen Lidl wohl hier, noch ein paar Minuten weiter, aber zum Glück muss ich da jetzt nicht hin. Was macht der jetzt? Der blinkt. Die meisten bremsen erst, biegen ab und dann blinken Sachen. Weiß ja überall gleich.
Ja, so sieht's aus, ihr Lieben. Ich werde jetzt mal zurückfahren, alles abladen, eine schöne Wassermelone habe ich auch bekommen. Für die Maus, genau. Ich halte einfach so fest beim Fahren, scheiß drauf. Da rechts ist der Hafen, da werden wir bestimmt auch nochmal hinfahren. Oder zeige ich euch dann alles mal ausgiebig in das Schwarze Meer. Jedenfalls habe ich Geld gekriegt, jetzt hat dann endlich geklappt. Ich werde gleich mal checken, was für einen Kurs ich gekriegt habe. Kann ich ja online in der heutigen Zeit, ist das ja alles super machbar. Und jetzt kommt hier wieder die Katastrophenstraße, die haben sie zur Hälfte aufgerissen. Ich fahre mal zurück und dann erstmal ein Käffchen in Ruhe und dann gucken wir mal, was der Tag so bringt. Ich nehme euch mit, ihr Lieben. Wie immer, gerne. Bis später mal. So, wieder zurück am Platz. Die Modi ist fleißig am Kochen. Die Kinder sind am Spielen oder am Terrorisieren. Wie man es nimmt. Und ich habe schon angefangen, hier das Zelt aufzubauen. Wo er Silikonspray jetzt hingetan. Hat die jetzt Silikonspray hier reingestellt? Wen? Das Silikonspray? Ja, das steht hier, wenn nur da. Ja, ich gucke. Die Mama war auch schon fleißig, die hat eine Wäsche gemacht. Die habe ich gerade ausgewogen und aufgehangen. Die chillt jetzt hier. Und ich sprühe jetzt hier Silikonspray. Wir haben letztes Mal so solche Probleme, das hier reinzukriegen. Und ich hoffe, das riecht genauso wie früher in der Druckerei. Da hatten wir auch immer Silikonspray und eine Schneidemaschine, das Papier da besser drüber zu kriegen. Ah, alter Daddy. Am Stöhnen und am Schnaufen, weil der Arsch so dick ist. So, wir bauen hier mal auf und ich werde euch immer mal zwischendurch zeigen, wie weit wir sind. Hallöchen, ihr Lieben. So, wir sind schon fertig. Das ging jetzt rack, zack, rucki zucki. Wir sind fluppi bluppi und so dran geblieben. Dann haben wir noch was Leckeres gegessen. Livia, kommst du mit raus? Und dann, ja, haben wir stehen. Ich wollte nicht in die Dunkelheit geraten. Und das hier mit Schrauben fixiert, alles draußen. Alles hätten sich da gemacht. Ja, das ist mein Fuß, den ich gestern verbrannt habe. Ein Tröpfchen Wasser heißen. Und den Teppich umgeschlagen, dran gemacht, festgemalt, alles mit Kisten abgesichert. Da hängt unsere Wäsche. Und ja, vom Kalle Erzell steht auch schon hinter mir. Wie ihr seht, heute war ein bisschen wuselig alles. Oh, ach, Gepäckträger ist noch offen. Zu machen. Und jetzt werden wir noch eine Runde spazieren gehen und den Abend ausklingen lassen. So, jetzt zeige ich euch mal. Hinter uns seht ihr das Vorzelt. Ich habe einen Pixer im Fuß. Jetzt ist er weg. Eine komische dornige Sache und ich kann keine Schuhe tragen. Und seht hinter uns den Wohnwagen. Und da ist schon das Meer. Also wir haben einen richtig schönen Stellplatz, aber das war auch nicht schwer. Oh, sorry, weil wir ja die einzigsten hier sind. Hatten wir freie Auswahl und haben uns natürlich in erste Reihe genommen. Und habe ich wieder einen Fixer im Fuß. Werden so komische Stacheldinger. Die haben wir Fixer genannt. Und ja, wir machen jetzt einen Strandspaziergang. Genießen den Abend. Ich zeige euch gleich nochmal das Meer, wenn wir unten sind. Hello. Und ja, sorry für die Kameraführung heute, aber mit Hund und Barfuß ist das ein bisschen schwierig. Da hinten geht die Sonne über, atemberaubend schön aus dem Wohnwagen. Ah, endlich laufen ein bisschen, ja. Ja, summa summarum, ein anstrengender Tag geht zu Ende. Der Zelt da steht. Bargeld haben wir gekriegt, der Platz ist für eine Woche gebucht und bezahlt, warum auch immer wir sofort zahlen mussten. Aber ist wie es ist, wir können es nicht ändern. Ist auch nicht schlimm, dann haben wir das schon mal weg. Wir müssen nicht mit so viel Bargeld rumrennen, haben jetzt noch ungefähr 60 Euro. Oder 50 Euro, 50, 60 Euro. Ich habe schon eine Wassermelone gekauft für Geld. Ja, für Bargeld und der Sonne ist echt kalt. Ja, muss mal gucken. Mein Fuß nachher noch ein bisschen sauber machen mit Finestil eincremen, damit das ein bisschen heilt. Oder bitter. Ja, mal gucken. Dann verarzt sich heute Abend dann. Ja, wir machen jetzt noch einen schönen Strandspaziergang. Wir haben hier wunderschöne Muscheln heute schon gefunden.
Und die nehmen wir natürlich nicht mit. Die lassen wir hier. Wir spielen damit noch ein bisschen mit der Livia, machen ein paar Mobiliers raus. Wir wissen, dass man sowas nicht mitnehmen darf. Und da halten wir uns natürlich dran. Ja, ihr Lieben, wunderschön ist es hier wirklich. Richtig angenehmes Licht. Wenn der Etty nicht so ziehen würde, wäre es noch schöner. Der Etty, das kommt davon, wenn man Sand frisst, dann muss man kotzen. Ja, ihr Lieben, in dem Sinne möchte ich mich von euch verabschieden. Morgen steht auf dem Plan, chillen am Strand, ein bisschen spielen. Dann werden wir ein bisschen mehr laufen gehen, haben das Zelt ja jetzt schon stehen. Zuerst gibt es morgen Pfannenpizza mit Resten, die wir noch haben. Wir haben noch veganen Käse, ein bisschen normalen Käse haben wir auch noch. Oliven machen wir uns da drauf, Mais, Zwiebeln, Knoblauch und ein bisschen Gedöns, was wir halt so finden. Die Nudeln heute von morgen waren wieder sehr lecker natürlich. Sind die auch vegan, im ersten Kochbuch zu finden. Kennt ihr ja, wo ihr das finden könnt. Ansonsten guckt in die Infobox, da ist alles beschrieben. Ich will das nicht immer wieder sagen, weil viele mal noch fragen, wo ihr unsere Kochbücher herkriegen könnt. Und die gibt es leider auch nur in der Online-PDF-Version. Nicht als geprintete Version, da wir das nicht so einfach verschicken können von unterwegs. Was ist denn da für ein Stein? Etty, komm mal raus, wir gehen nicht mehr ins Wasser jetzt. Du bist wieder nass wie so ein Ochsenfrosch. Deswegen gibt es die leider aktuell nur in der PDF-Version zum Runterladen. Infos dazu natürlich auf unserer Homepage. Könnt ihr mal gucken, ich muss die auch mal aktualisieren. Ich glaube, da gehe ich heute Abend mal dran. Die hat keinen Mittagsschlaf gemacht. Und komm mal her, Smurfy. Hör jetzt auf. Und deswegen geht es heute ein bisschen eher schlafen. Da habe ich nachher ein bisschen Zeit. Dann werde ich das wohl machen. Ja, hinter mir plätschert das Meer. Da ist so schön beruhigend. Und boah, das ist so schön, wenn die Sonne da so rot untergeht. Ach, so. Ein bisschen behäbig hat. Mit einer Hand den Hund, mit der anderen die Schiene. Sorry, ein bisschen wackeln. Ein Flugzeug, zählt aber nicht. Egal. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wundervollen Abend. Gleich viel Spaß bei der Michaela. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mein verrückter Vlog, mein Durcheinander. Ich hoffe, wir sehen uns morgen in alter Frische. Passt auf euch auf, ihr Lieben. Bis morgen mal. Tschüss.